Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von FIFA Coop Seasons Action hier auf dem Kodwi-Kanal. Bei mir ist natürlich wieder der Coopa. Guten Tag. Genau, und wie es aussieht, hat sich der Coopa hier Olympique Lyon ausgesucht. Ja, ein bestimmter Zuschauer hat sich französische Teams gewünscht und habe ich einfach Olympique Lyon genommen. Ist ja eigentlich recht bekannt und so. 4-3-3 ist auch interessant. Mal eine Dreierspritze und so. Ein paar Abwertungen, aber Fekir mit einer 85 ist stark. Ja, aber hey, dafür Mariano und so ein Fekir gehen hoch. Memphis Depay links außen, bekannt natürlich auch. Ja, wir nehmen uns jetzt auch nicht jetzt die Zeit, jetzt unbedingt alles die perfekte Startaufstellung rauszusuchen und so. Wir legen einfach los. Genau. Und Leon, wie viele Sterne? 4 Sterne, okay. Ja, 4 Sterne. Dann schauen wir mal, ob dieses Match jetzt besser läuft als das letzte. Genau. Zu wünschen wäre es das ja. Und mal gucken, ob wir überhaupt einen Gegner finden. Aber irgendwie ist ja, FIFA da echt immer lange. Ich habe keine Ahnung. Ja. Selbst FIFA-PC spielen doch echt viele Leute. Ja, kann ich jetzt nicht verstehen, fast wirklich. Alle nur Konsole spielen. Ja. Klar, der Großteil, aber PC war noch auch so viele Leute spielen. Gut, Coop Seasons, wie viele Leute spielen gerade jetzt im Moment Coop Seasons? Klar. Dass es so lange lädt und so, ne? Naja, schauen wir mal. Früher oder später. Oder vielleicht tun wir dann in nächster Zeit dann die Parts erst beginnen, wenn wir auch einen Gegner gefunden haben. Quasi mit dem das Spiel. Das wäre sogar schlau, kein Gegner gefunden. Ja. Vielleicht muss ich irgendwie die Sucheinstellung auflockern oder so. Genau, dann im nächsten Part starten wir dann einfach durch, wenn wir beim Spiel beginnen sind. Dann hätten wir auch genug Zeit, einfach zum Beispiel das Team zum Beispiel noch ein bisschen zu verbessern. Ich meine, wenn es auf der Bank bessere gibt und so. Falls irgendwie, das sind ja jetzt die realen Aufstellungen, aber falls die gerade in echt halt mit einem Top-Spieler ihres Teams gerade mal auf der Bank gespielt haben oder so, dann müssen wir den halt mit reinstellen. Aber hey, sie haben jemanden in der Verteidigung, der Marcelo heißt, aber ich glaube nicht, dass sie den richtigen Marcelo haben. Ja, nee. Dann haben wir ja hier in diesem Part nochmal eine richtige Such-Action. Oh yeah. Aber 4 Sterne kann ja jetzt auch nicht so katastrophal sein, dass da gerade keine Sau mitspielt. Ich weiß. Das ist verwirrend. Schauen wir mal. So, weck mich auf, wenn's losgeht. Kein Gegner gefunden. Ich glaube, da müssen wir dann doch auflockern, ich weiß nicht. Mit Vereinsqualität. Vielleicht. Ja, wir können auch eine Challenge machen gegen irgendwelche Barca oder Real oder Bayern Boys gewinnen. Ich weiß gar nicht, ob es dann so extrem gibt. Instant Gegner gefunden. Vielleicht kriegen wir jetzt ja auch einen 4,5-Sterne-Gegner oder einen 3,5. Wäre ja, witzig. Schauen wir mal, was es wird. Wir haben ein Heimspiel gegen Köln, okay. Gegen den 1. FC Köln. Ich überlege mal, ob ich die Thumbnails so mache, dass man da schon die Vereinswappen gespielt drauf hat oder ob man das ein bisschen überraschungsmäßig macht. Ja, also du bist ja unser Thumbnail-Experte hier. Ich meine, es ist jetzt kein großes Ding, um zu gucken, machen wir das so, dass man das halt schon sieht oder lassen wir das eine Überraschung sein. Überraschung sieht auch ganz schön. Aber ich bin jetzt blau, ich hab's ja fortgeguckt. Ja, ich auch. Ich hab die ganze Zeit mir... Okay. Oh, nice. Ich will jetzt keinen Druck machen. Schade. Ja, umgewöhnen. Blau. Okay, ich bin blau. Hab nichts getrunken, bin aber trotzdem blau. Ja, stimmt. Ich bin halt rot, weil ich jetzt ausgewählt habe. Deswegen, ich war auch verwirrt. Ich dachte, wieso wechselt blau die ganze Zeit, ohne dass ich was drücke und so. Ja, ich bin auch... Ich hab mich so gewundert so beim Anpfiff. So, hä, warum springt der rote Cursor rum? Ich drück doch nix. Bertrand Traoré. Sehr schön. Kriegen wir den durch? Ja. Was? Schade. War das denn? Unlucky. Ah. Schade.
Achtung, ich spiel kurz. Ja. Vielleicht ein bisschen zu, kurz gesagt. Ja. Merke ich mir. Okay. Okay. Keiner da. Wir haben hier Konterchancen. Schade. Wolltest du in die Mitte trippeln, oder? Ja, ich wollte irgendwie ein bisschen... Egal. Ich will immer noch von dem Rot-Blau verwirrt, ehrlich gesagt. Und Lopez. Lopez. Die spielen schon mal nicht ganz so ein krasses Pressing wie die gerade eben. Oh, passt doch. Das ist angenehm, wenn man sich ein bisschen einspielen kann. So. Eine Ecke. Wir decken einfach die hier, die höchsten Halschen wegschieben. Fand ich gut. Suddenly they could be on the counterattack. Now Memphis Depay. Boah, der ist nicht schlecht von der Speed her. Ja, echt schnell Depay, ja. Hand. Wow. So gibt es online kein Handspiel. Was? Wieso ist der von selbst umgefallen, mein Spieler? Potenziell spontan, ja, hat's gefallen. Nein, 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 nein. Okay, das war nichts. Da hat man ein bisschen Gefüße dazwischen. Gefiss. Wie man hier sagen. Oh Mann, mit Pässen habe ich es heute irgendwie nicht so, ey. Ich weiß nicht, ob ich das bin oder FIFA das ist. Wer weiß. Oh nö. Okay, gut. Ich dachte schon, ey. Hallo. Hoi. Schön, wie man da winken kann. Sieht sehr unterhaltsam aus. Leo jetzt schade, ich dachte, der läuft weiter. Leo jetzt natürlich leider Lacazette, ihren Top-Stürmer verloren diese Saison. Ja, stimmt, Lacazette. Ja, nochmal eine Wucht vorne drin. Hey. Komm, ja, sehr schön. Diesmal hab ich den. Diesmal bist du dran, mal schauen. Bloß kein Druck, Zapf. Mal gucken, ob ich dran bin. Ich habe ihn zumindest rausgeholt, ja. Ja, das ist das System hier. Mache ich von Mitte. Das wäre schon assi, das wäre schon assi, Mitte. Nee, nicht Mitte. Okay, das war nichts. Weißt du, ich bin so mit Vollspannung schon so, was macht der da? Okay. Ja. Wolltest du hier den, das erinnert mich an, wie ist der? Der legendäre Italien-Spieler, der alte. Wieso nochmal? Der Verteidiger, der geilste Ficker da. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wen du meinst. Ja, das habe ich leicht fertig vergeben. Das war jetzt eine Lektion beim nächsten Mal. Auch für die Fans. Ja. Los! Dafür mache ich den! Ja, sehr schön! Boah. Komm, ich bin mal. Hey, wie gesagt, ich wollte deppen, Mann. Ich hab nicht gedrückt, ich hab nicht gedrückt. Ich wollte deppen. Ich hab nicht gedrückt. Wird so richtig schön behindert sein. Wie geht deppen? Mit L1 und Dreieck. Okay. Damals drücken. Nice. Mariano. Hey! Hallo, ohne Ball runtergezogen, das war Notbremse. Ja, da kann man echt schon, wenn man pinglich ist, eine Notbremse pfeifen. Ohne Witz. Na, schade. Der in der Mitte war frei. Ja. Da kann man nichts machen. Sag mal mit seinen Tricks hier. Mit Limit 1er Rank Tricks. Aber die antäuschende Schuss, das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut manchmal. Um sich ein bisschen Freiraum zu verschaffen. So jetzt natürlich nicht, aber im direkten 1 gegen 1. Oh, wir haben Platz. Oh, da haben sie ein bisschen mitgedacht, da ist schon einer runtergegangen. Ja. Den kriegt man noch, der ist schnell.
Ah, scheiße, der Schade. hat geschubst. Schade. Aber wir sind gut drin gegen die. Ja. Die haben wir eigentlich, kann man sagen, schon unter Kontrolle. Ja, richtig. Holprig, aber trotzdem. Jo, schon besser als Porto. Ja, weitaus besser. Oh, super! Sahne! Das war Sahne kombiniert. Und Herzen. Nee, das war schön. Das war ein guter Aufbau hier hin und her gepasst. Die haben wirklich, die wussten nicht, wo der Ball ist. So keine. Das war eine schöne Drehung, das wusste ich nicht, ey, wie das geht hier. Ist auch ein bisschen lucky da, dass der Abwehrspieler so passiv war. Aber das gehört dazu. Aber halt, ja, wir haben die halt einfach umtanzt und so. Die wussten nicht, was mit ihnen geschieht. Okay, zwei kretschende Leute, ist popistisch. Hallo? Okay. Kurz kratzen, weiter geht's. Ja. Na, wurde geblockt vom Verteidiger. Der hat gegrätscht, deswegen es wurde schön geschwächt vom Verteidiger. Okay, was war das für ein Pass? Wo? Nice! Bitch. Was war das denn? Was war das denn bitte? Ja, wenn, mit dem rechten Stick kannst du einfach, wenn der Ball halt hüpft, wenn der ein bisschen in der Luft ist, kannst du einfach den rechten Stick in die entgegengesetzte Richtung machen, dann lüpft er den über sich selbst so drüber und läuft in eine andere Richtung. Nice, sieht ziemlich geil aus. Also sah ziemlich geil aus. So kann man sich da auch gerne mal ein bisschen Platz verschaffen bei sowas. Mhm. Und die Typen müssen jetzt auf jeden Fall besprechen und sich gegenseitig flamen. 2-0 Halbzeitstand. Da kann man auch mal den bei dem Elfmeter ein Auge zudrücken. Ja, es war ein Experiment, was schiefgegangen ist. Oh, wie hieß dieser Das war so neben Buffon der älteste Italien-Spieler von der Nationalmannschaft. Nee. Del Piero oder wie hieß der? Del Piero, ja, das war kein Verteidiger. Das ist ein ja, deswegen. Das war nicht der, das war jemand anders. Warte mal, das habe ich vorher jetzt in Bernians erzählt. Das war nicht der, war jemand anders. Okay, ja, schön weglaufen. Hä? Kein Nutz den Ball. Haben wir jetzt einen Debuff bekommen oder was? Oh, vom Spiel. Okay, wie aggressiv sind sie gestellt, bitte? Wer hat sie im Blauen gegangen? Ja, da hatten wir so viel Platz gehabt. Okay. Ah, Schritt zu weit. Ja, ein bisschen zu weit. Boah, was ist denn für eine Kante da drin? Ist das Cordoba? The player that we're featuring here has done well. He's certainly been an influence on this first half. That is a weakness in his game. Gets caught offside too many times. Yeah, he's unlucky. There wasn't much in it there. Ich wundere, by the way, Zuschauer, ihr habt es vielleicht schon im ersten Pod gemerkt, ich habe englische Kommentatoren. Oh. Ich nicht. With some real edge to their attacking play. Boah, okay. Er hat doch wieder schon ausgeholt, aber kommt wieder nicht aus dem Arsch, ja. He's one possession. Oh, was war. Ich hasse, dass es die. Ich weiß nicht, wie man die Flanken enger anziehen kann und so. Er fliegt immer so, dass er zum Torwart kommt und so. Wenn ich mal so 90-Grad-Flanke machen könnte, wäre das weitaus nützlicher. Good anticipation by the opposing player there to read the direction of the throw. Nicht schlecht. Marcel Risse geht raus. Und Kober macht auch den Wechsel. Höger jetzt drin, ne? Höger eigentlich. Meiner Meinung nach ein bisschen defensiver als Risse, aber okay. Wir merken, das sind nicht die FIFA-Pros. Jordan Ferry. Sehr schön. Oh Mann. Okay. Schade. Quirlig im Angriff, okay.
Du siehst sogar deinen Spot, wohin du guckst. Mhm. Schade. War doch so eine schwarze Kante da vorne, ey. Warum setzt das sich nicht durch? Schöner Schuss. Leider ein bisschen mittig. Hm. Simon Zoller geht auch raus, bin ich jetzt. Ach nee, hier gibt's keine Schnelltaktik. Okay. Hm. Bisschen FE rein. Schade. Hm? No! Los! Schade. Vorentscheidung war auf dem Fuß. Ja. 9:3 Schüsse. Wir pushen hier für den. Oh, heul nicht rum. Meine Güte. Okay. Ja, es war so klar. Los, komm. Demütige sie. Ja! Demütigung! Der Lupfer über den Torwart! Oh, schön gepunished! Da wollte ich nochmal Cookie werden, hab diesmal den Lupfer rausgeholt, ey. Diesmal hat's funktioniert. Und so sind fliegen noch ein bisschen. Schön. Also, mit LB? Nee, RB war's. RB und RB. Dreieck, also Y. Ja. Zweimal tippen. Ja, Leon macht auf jeden Fall ich hasse ja den Depp so was von komplett. Ja, so klar, aber es ist aber schon einfach so perfekt. Zum Trollen so ein bisschen ja. Nach so einem Tor. Richtig. Das ist perfekt. So mal die Karte zu gehen, dazu Quitten bringen. Ah, Leon klappt echt gut. Mhm. Kann man nochmal nehmen irgendwann. Jo. Ja, wir können gefühlt ja jedes Paar so ein neues Team probieren oder so. Oh, hätte ich so gedacht. Ah, da kriegen sie nicht eher ein Tor. Ich war eigentlich schon bereit zu sagen, da kriegen sie eher ein Tor. Ich hab gerechnet, dass der runterpasst, weil da unten eine Freistand. Die habe ich schon so ein bisschen gedeckt, aber da wollte er selbst noch nicht. Der wäre viel mehr besser gewesen. Oh, so. Ah, scheiße. Die spielen... Oh, fuck. Schade. Die spielen halt, glaube ich, gefühlt auf sehr offensiv oder totaler Angriff oder so. Wie, guck mal, wie... Die haben ja fast nichts in ihrer eigenen Hälfte, ey. Boah, das ist ein richtig schönes Spiel. Das macht schon Spaß hier. Auf jeden Fall. Hat immer Spaß, den Gegner absolut zu demütigen. Was? Diese Spieler so links, ey. Hab extra rechts gelenkt. Macht ja nichts. So. Oh, da trickst du! Da trickst du! Oh, was ist das für ein Scheißschuss? Der steht da direkt vorm Tor. Ich hab die so schön alt aussehen lassen und dann kommt da so ein Krüppelschuss bei raus, ja, ey. Das ist echt traurig. Weil nichts, ich meine, sonst. Das war echt gut. Das wäre das nächste Traumtor gewesen. Mhm. Ja. Was ist das für ein Pullerschuss? Ich hab's fast voll ausgeladen. Sah aus wie eine Flanke. Das ist echt so. Na, jetzt sind sie frustriert. Jetzt! Sweaty! Oh, leider ist es Sweaty machen können. Ich hab nur gesehen, oh, Tod kommt raus. Ich muss mal. Ich muss lupfen! Die Luftsucht. Ja, aber ich werde es mir nur angewöhnen in Zukunft, wenn es schon safe für uns steht. Jetzt nicht bei einem Unentschieden oder so. Ja, klar. Hoffe ich doch. Okay. Hallo, ich habe den Ball rübergelegt. Ich wollte eigentlich reinflanken, aber... Aber egal. In goes the corner.
Schade. Und der Rage. Ah, der blöde hier von neuer, ich weiß nicht, ich glaube, es müsste Mariano sein, der ist echt nicht verkehrt. Jo, okay. Was war das denn? Ah, schade. Mann, wie der den Mariano getötet hat, ey. Das war echt brutal. Ne, harmlos aus der Entfernung leider. Okay. Ja, schön. Ja, schöner Sieg, sehr souverän, schön, wunderschön kombiniert. Mhm. Also da haben wir echt die Zeit, was wir drauf haben. Mal mit einem guten Team. Porter hat leider echt enttäuscht. Hätten im Grunde noch viel mehr Tore machen können. Mhm. Also die hatten wir hier echt im Griff. Ja. Aber hier 17 zu 4 Schüsse, 10 zu 3 aufs Tor, Ballbesitz vor. Ja. Passgenauigkeit besser, Schussgenauigkeit guter, wir hatten ja auch viel mehr Schüsse. Hm. Egal, sehr schönes Spiel, damit die ersten drei Punkte und der erste Sieg ever für Kuba und mich im Kurvenmodus. Yes, hoffentlich werden noch viele weitere erscheinen. Genau, und ob es noch weitere Siege gibt, das erfahrt ihr dann vielleicht schon im nächsten Porsche. Für seid dann wieder mit dabei. Bis dann. Ciao.